Moin, hi, herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zum Magitex Champions League Mini Tin Opening oder Booster Tin Opening Nummer 3 und 4. Ja, Wolski, Leute, das nächste Matchtags Mini Tin oder Booster Tin Opening steht an. Letztes Mal gab es Nummer 1 und 2, jetzt gibt es Nummer 3 und 4 mit richtig geilen limitierten Auflagen wie erneuten KDB. Das müsste dann Nesta sein und Bruno Fernandes. Ja, ich fand die Booster oder besser gesagt die Tins letztes Mal richtig stark. Deshalb habe ich mir gedacht, komm, ich habe eh alle da, dann öffnest du jetzt auch mal alle. Die Ausbeute war richtig, richtig gut und vor allem die limitierten Auflagen sind wunderschön. Oh lol! Und hier kommt direkt mal eine Energy von Tchouaméni mir entgegen. Warum ist der ganz hinten in der Tin? Energy Tchouaméni. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, aber nehme ich. Aurélien Tchouaméni. Der verwirrt mich jetzt gerade. Das ist die grüne Tin. Und ja, ich nehme den mit Kusshand. Ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, hattet ihr das auch schon mal gehabt? Falls ihr die Mini-Tins natürlich geöffnet habt. Oh, 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 oh. Wir haben eine Chrome Shield. Oh, wir haben eine Chrome Shield. Die Limis, wisst ihr ja bei mir, kommen nach hinten. Wir haben Jesper Lindström. Wir haben, ne, Tsubimendi, Barzic, Julian Timber. Wir haben Morita, wir haben Carvalho, Evan Nilsson, Silva, Presnel Kimpembe, Maxim Choupo-Moting, Jan, Martinez, jetzt bin ich aufgeregt, Mahrez, Gabriel, Elliot, Longstaff, Alvarez, White, Ben White, Tchouaméni, Rodrigo de Paul, Mendes, Tammy Abraham, Locatelli, Luis Felipe, Josko Gvardiol, Patrick Schick, Bernardo Silva. So, jetzt geht's ums Eingemachte. Harry Maguire, Captain. Wir haben Benfica-Logo. Wir haben Las Kells. Wir haben das Porto-Logo. Wir haben Bettler von Guimares. Finisher Vinicius. Eliminator Saliba. Und, Upamecano. Pro Elite Diod Upamecano. Das ist natürlich eine richtig geile Karte. Vor allem Grüße gehen raus an die Bayern-Fans. Ne? Pro Elite Diod Upamecano. Ich pack den mal kurz ein. Ne? Zack. Wenn er jetzt will. Zack, da ist er. Pro Elite Diod Upamecano. Richtig schöne Karte. Den nehme ich auf jeden Fall gerne mit. Pro Elite. Ich habe jetzt hier, habe ich hier noch einen Booster? Genau. Ich kann mal gucken, wie selten die sind. Chrome Shield. Eine in 24. Ja. 18 Stück gibt's, nehme ich auf jeden Fall gerne, gerne mit. Machen wir weiter mit Jorginho. Wir haben Next Gen von Ansgar Knauf. Man of the Match Signature Style Guardiol hier noch bei Leipzig. Alonso, Cult Hero, Xabi Alonso. Und Kevin Trapp als High-Terrage-Karte. Und jetzt kommen die limitierten Auflagen. Und wir starten mit Kevin De Bruyne, Artist of the Game. Ja, Artist of the Game passt auf jeden Fall zu KDB. Und dann haben wir noch, R9 Ronaldo im Inter- oder Milan-Trikot. Ich glaube, man sagt eher Inter. Puh, Alter, diese Karten sind schon brutalst heftig. Ich finde die sau schön. Zack, Artist of the Game, R9 und KDB. He's playing for Man City. Und dann machen wir jetzt noch Booster Tin Nummer 4 auf. Die erste hat schon richtig gekracht. Mal sehen, wie es in der zweiten ist. Okay. Leider keine Energy hinten dran. Zack. Und dann
achten wir das jetzt noch. Da sind Nesta und Bruno Fernandes drin. Die kommen natürlich wieder nach hinten. Zack. Und weiter geht's dann. Vielleicht kriegen wir noch mal eine Black Edge Karte. Lindström, Tsubimendi, Arsic. Also gefühlt gerade die ersten drei Karten. Also ich glaube, von den ersten drei Karten waren gerade gefühlt zwei Duplikate. Also das war jetzt wirklich nur vom Gefühl her. Elliot, Ings, Malassia. Wenn ich hier gerade so viele Premier League ziehe, Premier League ist, finde ich, dieses Jahr auch extrem spannend, wer sich da durchsetzt mit, oh, Thomas Müller, gerade Vertrag verlängert bis 25, Moukoko. Weil, ich bin ehrlich, City strauchelt, Liverpool ist auch nicht so, also sind sie gut drauf, aber auch nicht so krass bis jetzt. Deshalb, ich bin gespannt, vielleicht schafft es Arsenal dieses Jahr. Wir haben Otamendi Captain, Leipzig-Logo, wir haben Tadic, Bettler von Declan Rice, Eliminator Jimenez, Kobel als Guardian, Bettler Rodrigo, Rodri, oh, Club 100, Vinicius Junior, Noah Okafor Crystal Parallel, Otamendi Crystal Parallel, Man of the Match Signature Style Danilo Pereira, Next Gen Davin Rensch, Man of the Match Signature Style Declan Rice und Toni Kroos. Na toll, den habe ich gerade eben schon als Heiterage gehabt. Aber das war eine sehr, sehr starke Ausbeute. Wenn euch das ganze Video trotzdem gefallen hat oder definitiv gefallen hat, Daumen nach oben, kommentieren nicht vergessen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, haut rein. Ich denke mal, das nächste Champions League Video wird ein Mappen-Update. Macht's gut, haut rein. Tschüss, Koski. Peace out. Ich bin raus. Und ciao. So, natürlich, wie soll es auch anders sein, der UP hat natürlich wieder was vergessen, und zwar die limitierten Auflagen. Ich schneide sie euch jetzt hier trotzdem dran. Wir haben einmal Pavel Nedved, richtig geile Karte, und wir haben Bruno Fernandes als Artist of the Game. Ja, so schnell passiert es, dass man mal was vergisst, weil man sich zu sehr auf was anderes fokussiert. Ich habe mich zu sehr auf die geilen Karten, die ich gezogen habe, fokussiert. Ich habe die zum Beispiel gerade schon, die Artists of the Games, die anderen schon auf meinen Stapel gepackt. So, die legen wir jetzt nochmal dazu. So, jetzt aber war es das mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, kommentieren nicht vergessen. Ich zeige euch jetzt sogar nochmal alle hier. Und dann sage ich, das nächste Video, wie gesagt, wird ein Mappen-Update höchstwahrscheinlich, denn das ist der Stapel, den ich jetzt hier sortiere. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, Daumen nach oben, kommentieren nicht vergessen, trotz des kleinen Fails natürlich. Bis zum nächsten Video. Macht's gut, haut rein, tschüss Koski, peace out, ich bin raus und ciao.